Naja, die Chance, dass das drin wird, dass die nicht mehr lebt, ist schon relativ hoch. Wäre jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Das werden wir gleich feststellen. Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel entweiht. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Was hast du denn erwartet, Alter? Diese Runen, dieser zarte Hauch. Das ist Eridas Werk. Mhm. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Was sollen wir tun? Wir müssen sie aufhalten. Das ist richtig. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Der ist ein ziemlich intelligenter Bursche. Also, der Papa. Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber das wird sich zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ah, wir gehen einfach mal rein. Es kann ja nur... dort vor Wut. Weiß nicht, ob ich das so wirklich wissen will. Versuch's ja. Das war einer der verehrten Toten aus den Grabhügeln. Zurück zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. Hallo. Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Wie habt ihr es hierher geschafft? Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm. Was ist hier passiert? Erida war mit einer gehörnten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Ah, Lilith. Sie gingen nach Norden. Der Klang von Eridas Talharpa verhallte im Wind. Und dann begann dieser Wahnsinn. Falls ihr ihnen folgen wollt, werdet ihr bei all dem Nebel nicht weit kommen. Die auferstandenen Gebeine scheinen ihn anzuziehen. Wir haben andere in den Hügeln entdeckt, bevor sich dieser aus der Erde erhob. Ich werde hier bleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Die Steine verteidigen uns, Junge. Ich erinnere mich noch, als du... Ich bleibe, Arlo. Stur wie dein Vater. Das wird dich am Leben halten. Ja, oder nicht? Warum bleibt ihr hier? Viel sicherer, als durch diesen Nebel zu irren. Diese Hütten sind mehr als Stein. Meine Ahnen haben sie gesegnet, um Sturm und Geister abzuwehren. Klagt der böse Wind euch seine Pein, sucht Schutz in einem Haus aus Stein. Da habt ihr recht. Wo sind alle? Ich habe ihnen geraten, hier zu bleiben. Aber sie sind alle geflohen.
als der Nebel kam. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie kennen diese Hügel besser als jeder andere. Vielleicht. Aber Angst verwandelt selbst die Weisen in Narren. Woher kennt ihr Jorin? Ich bin ein Freund seines Vaters. Hab ihn während der Tage der Asche kennengelernt. Hab ihm sogar das Leben gerettet. Wenn ihr ihn fragt, wird er wohl behaupten, er hätte meins gerettet. Er kam schon länger nicht mehr her, aber früher war das anders. Ab und zu haben wir uns sogar auf ein Bier in seinem schicken Haus getroffen. So habe ich Jorin kennengelernt. Seid ihr wohl auf? Mir geht es gut. Wir haben genug zu essen für mehrere Wochen. Ich habe auch meine Klinge geschärft, falls irgendwelche Geister zu nahe kommen. Ihr habt sie gut gelehrt. Von jemandem wie mir gibt es nicht viel zu lernen. In Wahrheit ist sie der Grund, warum ich hier oben so lange durchgehalten habe. Na, dann geht's mal los, würde ich sagen. Gehen wir mal hier rechts rum. Ah ja, da geht's los schon. Oh, Moment, dann sollte ich vielleicht... Oh, hier unten lang marschieren. Denn jetzt hier um Himmels Willen? Ja, hier gibt's auch alles, ne? Alles gibt's hier. Das ist ja super schön. Ciao. So lobe ich mir das. Warte kurz, geht bestimmt hier so rum. Oh, was will er denn? Tschüssikowski. Oh. Ja. Hab mal alles durchgeguckt, hab festgestellt, gibt nur Schiss. Naja, kommen Geister. Kommt alles. Der Nebel lichtet sich.
Ich sollte nach Jorin sehen. Mach ich gleich. Ich muss erstmal hier den Typen finden. Also es bleibt ja nicht bei einem. Komm hier, erreicht Ichos. Bleib mal stehen. Oh, Kamikaze Klaus. Boah, wie viele von diesen Spacken gibt's denn hier? Und was wollen die alle von mir? Weil der da jetzt nicht gut, dass ich die Truhe aufgemacht habe oder was? Ja, das soll wohl mal vorkommen. Das auch mehr. Oh, warte mal. Das nehme ich mit. Und dann gehen wir mal kurz gucken. Da ist ja auch das blaue Ding. Komme ich da durch? Oh, nee. Dann muss ich dann vielleicht doch zurück zu Jo. Och. Nehmen wir doch einen guten Zünder. Schönen guten Tag. Ich bin der Neue. Wie kommen wir denn jetzt dahin, wo ich hin will? Ah, da oben rum. Man könnte ja einfach auf die Karte gucken, aber das wäre zu leicht. Die Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer. Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres überlebt. Ihr hattet Glück. Wenn Lilith hier ist, seid ihr noch immer in großer Gefahr. Braystack. Dort wimmelt es von diesen Dummschwätzern der Kathedrale. Bitte, Arlo. Nur vorübergehend. Vielleicht sollten wir mitgehen, Paps. Nun, ein Bier wäre nicht schlecht. Ich werde mich um Arida und Lilith kümmern. Bringt sie sicher nach Braystack. Das werde ich. Danke. So, Sekunde. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob Klaus da hinten jetzt einen Durchgang für mich hat. Nee, das sieht nach wie vor nicht gut aus. Okay. Dann marschiere ich halt wieder hier hoch. Ist ja keine Frage. Da mache ich ja alles. Ist überhaupt null Problemo. Sammeln noch ein bisschen Zeug ein. Oh Mensch, was soll denn jetzt so viel sammeln? Ich bin ja hier völlig falsch. Ich bin noch nicht bereit. Halt. Ah, die sind die Wunderkinder. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh. Bevor ich den vergesse, nehme ich den lieber mal mit. Würde ich behaupten. Und dann müssen wir wahrscheinlich. Weiß ich auch nicht. Hier links. Dann können wir hier durch die Hecke. Sie erheben sich aus den Gräbern. Warte kurz. Da hängt irgendwas dran.
das hier mit euch zu tun? Ich bin noch nicht bereit. Moment. Kill mal das. Das könnte helfen. Dazu wird irgendwie ein Heiltrank für mich übrig. Habt ihr dieselben Zeichen, wie ich gesehen? Die Hölle kommt und mein Volk ist nicht bereit, sich ihr zu stellen. Noch nicht. Aber ihr seid bereits stark. Tretet vor. Na, 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 na. Das wird so unromantisch, wie es nur geht. Ach, die sitzt nur hier. Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Ah, die Musik der Natur. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben, ja. Aber das ist der Weg der Natur. Sie ist ein Schmelztiegel. Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten. Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein. Das ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen. Selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Prima. Das könnte wohl einen Moment dauern. Yeah.
Oh, kann ich dir jetzt einen reinhauen, Uschi? Danke. So. Ich kotzen, Alter. Ich bin noch nicht bereit. Oh, das geht mir aber durch die Nüsse, die Tante. Quatsch machen. So, wo ist die Alte? Naja, Nerven. Mit dem Cindy Mini Wind kann ich auch. Kann da noch ein bisschen was schreien. Wo ist er denn hin, die Alte? Warte kurz. So, jetzt Feierabend hier. Startet Dänemark. Warte, gib mir den noch. Siegt. So soll es sein. Was habt ihr Lilith gegeben? Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Astaroths Gefängnis erzählt. Wie man sie überwindet. Warum? Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Astaroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen. Wenn sie ihn nicht besiegen können, wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? Das klingt fantastisch. So, und jetzt? Warte kurz, wir sind da oben. Gibt's hier in dem ganzen Brei, gab's zwei Altare und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sie beide eingesammelt. Gut. Würde ich behaupten. Dann können wir ja jetzt dahin zurück. Das ist ganz gut gelaufen.
Ah, mal Captain, was Captain Jorin weiß. Ich habe Eridas gefunden. Und? Sie hat nun hoffentlich Frieden gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Heldenmut und Opfer sind im Lauf des Schicksals oft miteinander verbunden. So sprach meine Mutter. Ich muss Vater erzählen, was geschehen ist. Was Lilith getan hat. Wir können nicht zulassen, dass sie noch mehr zerstört. Kann ich irgendwie helfen? Der Nebel ist. Einige unserer besten Jäger sind nicht aus den Hügeln zurückgekehrt. Sind selbst zur Beute geworden, als der Nebel mit Hunger kam. Jetzt liegen ihre Leichen offen da, den Aasfressern ausgeliefert. Das ist aus so vielen Gründen falsch. Sie sollten mit Talismanen des Übergangs markiert werden. Die Riten der alten Sitten, um ihnen Frieden zu bringen. Unser Land ist euch wohl vertraut und ihr seid so tapfer wie die, die wir verloren haben. Könnt ihr sie in die wahre Ruhe geleiten? Ich kann es dann probieren. Würde ich sagen. Uiuiuiui. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da, das würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, mal reingehauen. Habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin raus.